krasser Mörderrechner. Glücks. Was ist los? Ich. Was? Ich. Hart, sag's einfach. Ich hab Angst. Ich hab Angst, Leila. Wovor? Was ist los? Wir verunglücken. Der Zug wird verunglücken. Hey! Hey! Du musst etwas tun. Keine Sorge. Beruhige dich. Wir verunglücken gleich. Und ich soll mich beruhigen? Richtig. Beruhige. Ah, hör auf damit! Noch nutzloser wärst du, wenn du mir wieder was vorsingen würdest. Oh nein. Beruhig dich. Entspann dich einfach. Setz dich. Mach dir eine Tasse Tee. Tee. Ach, wieder Dinger fangen. Denk an einen schönen Strand. Die Wellen umspülen sanft deine Zehen. In der Ferne siehst du ein kleines Vögelchen. Völlig sorgenfrei fliegt es dahin. Stell dir vor, du bist dieser Vogel. Sei dieser Vogel. Beruhige dich. Entspann dich einfach. Und jetzt denk an einen Wald. Einen grünen Wald. Einen schönen Wald. Ein Eichhörnchen gibt dir ein Sandwich. Spüre das Moos unter deinen Füßen. Ein Igel lächelt dir zu. Überall sind Tiere. Sei wie diese Tiere. Sei eins mit der Natur. Oder sei einfach. Entspann dich einfach. Na dann. Wenn nicht, ob ich das Sandwich von dem Eichhörnchen will. Der Song sollte helfen. Ich bin gestresster denn je. Du dämlicher Hippie. Vielleicht können deine Freunde helfen. Die Band? Tessa, Herb, Sepp, wieso sind in einem Zug, der gleich verunglückt? Okay, es ist wieder Adventure-Zeit. Point-and-Click-Adventure. Stimmt eigentlich wirklich, dass ich noch keine Point-and-Click-Adventure gespielt habe? Wundert mich, die wären doch relativ leicht sogar zu machen. Also überhaupt vom Spielprinzip her, sie sind doch so Point-and-Click-Adventure relativ leicht zu machen. Sepp. Sepp. Komm schon, Drummer Boy. Wach auf. Drummer Boy Sepp. Ich soll nicht in den Koffer gucken? Warum sollte er etwas hier reintun, wenn ich nicht gucken darf? Spinner. Ist nur mit einem Code zu öffnen. Also ist eindeutig etwas Wichtiges darin. Oh, hängen die zusammen? Die Rädchen sind verklebt. Beunruhigend. Naja, wir kennen den Code eh nicht, oder? Komm schon, Sepp. Mach das, was du immer beim Trommeln machst. Der blaue Kerl hat etwas da rein. Nur für den Fall. Schätze ihm laut die Nacht. Na gut, schauen wir mal. Hier können wir auch noch was nachschauen. Was ist nur mit allen los? Der Trompeter. Jetzt nehmen wir seine Trompete. Trompeten sind nicht meins, aber die könnte nützlich sein. Und wecken damit den Drummer Boy. Ah, ist doch gar nicht schlecht. Aber irgendwie können wir die nicht mitnehmen. Oder doch, wir haben die mitgenommen. Okay, Trompete spielen. Okay, Herb. Du willst das so. Was? Oh, du bist zart. Was machst du für einen Krach? Da kriegt man ja einen Herzinfarkt. Herb, der Zug wird verunglücken. Wieso bist du überhaupt abgehauen? Wir standen kurz vor dem Durchbruch. Ich brauche meinen Drachen. Verstehst du? Ich verstehe nur Art, scherze ich, um niemanden außer Art.
unwichtig. Wir verunglücken gleich. Unwichtig? Wir sind alle verdammt sauer auf dich. Einfach so abzuhauen. Ich kann jetzt keine Standpauke brauchen. Ich muss den Zug stoppen, Herb. Gut, dann versuch mal Sepp zu wecken. Aber du brauchst etwas Lautes. Er schläft so tief und fest wie ein Stein. Ihr habt doch schon die Trompete. Wow. Oh, das reicht nicht. Wir brauchen eine Power-Trompete. Wir brauchen einen Trompeten-Upgrade. Warte mal. Ja, ich weck die mal auf einfach. Hey, schaff diesen Störenfried hier raus! Verdammt! Oh, Art, du hast ja Nerven, mich vor meinem Auftritt zu wecken. Meine Lungen brauchen doch Ruhe. Tessa, wie stoppe ich den Zug? Warum willst du ihn stoppen? Weil wir gleich verunglücken. Das willst du doch, nicht wahr? Ich will nur nach Hause. Einen Tee trinken und 9 bis 10 Tüten Kekse essen. Aber ich sitze in dem blöden Zug fest. Niemand sonst kann diesen Zug stoppen, Art. Der Einzige, der die Kontrolle hat, bist du. Ich? Ich kann den Zug nicht alleine stoppen. Hast du nichts von mir gelernt? Ja, Katze, hallo. Ehrlich, zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Hier. Weck damit Sepp auf, er kann dir helfen. Danke. Na gut. Dann wecken wir den Sepp mal auf. Das weckt selbst Tote auf. Okay. Der T-Rex hat so kurze Arme, um Schlagzeug zu... Ah! Oh. Hey. Das ist nicht das Trias. Ich hab wohl geträumt. Aha. Hey, welcher Dinosaurier wäre der beste Schlagzeuger? Der Stiegel. Die Frage hat nichts mit dem Traum zu tun, den ich hatte. Au! Was spinnst du? Ein Velociraptor? Nein. Bestimmt nicht. Hey, was ist in dem Koffer? Weiß nicht. Der blaue Typ hat sie abgestellt, einen Code eingegeben und mir ein Schinkensandwich gegeben. Allerdings ohne Käse, aber egal, den habe ich immer dabei. Willst du sehen? Nein, danke. Ich habe Laktoseintoleranz. Isst du noch immer so viel Käse vom Schlafen? Ja, der hilft bei meinen Träumen und so. Es gibt nichts Inspirierenderes als ein Käsesandwich. Ich wette, der blaue Kerl hat eins. Hat es bestimmt unter seinem Hut. Rhythmusgefühl hat nur der Velociraptor. Sepp, der Velociraptor. Weißt du, was helfen könnte? Keine Ahnung, ob ich dir helfen kann. Verstehe ich. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, wie der blaue Schaffner den Koffer abgestellt hat und dann schnurrbartzwirbelnd weggegangen. Ja, 741. Dankeschön. Warum nicht? Art, das sieht aus wie ein unbeaufsichtigtes Gepäck. Sag es dem blauen Schaffner, schnell. No Piercer. Stimmt. 741. Hängt das auch mit irgendwas zusammen? Oh, das hängt mit dem zusammen. Oh, sowas. Sowas hasse ich ja. Aber gut, dann müssen wir im Grunde vielleicht mit dem da einfach anfangen. Dann dürfte das ganz leicht gehen eigentlich. Eins. Na komm. Piepen. Und vier. Schnupperte. Oh, was für ein Sortiment.
Ja, wir dürfen uns sogar echt einen nehmen. Dann nehme ich natürlich den da. Wobei so ein, der wäre schon auch cool, oder? Ah, oh, das ist echt eine schwere Entscheidung. Gezwirbelt oder bauschig? Was sagt denn ihr? 1, 2, 3, 4 oder 5? Einfach in den Chat schreiben. 1 bis 5. Ich bin entweder für 5 oder für 3. Das ist schon mal meine Stimme. Währenddessen schaue ich mir mal noch die anderen Sachen an. Oh, habe ich schon genommen. Irgendeine Karte oder so. Oh, und den Hut haben wir auch genommen. Ach, wir verkleiden uns jetzt als keinen quadratischen Schnurrbart. Die sind alle nicht quadratisch, oder? Ich nehme den da. Nein, doch. Ah. 3, 4. Ich bin auch für 3 oder 5. Dann nehmen wir 3. Okay, nehmen wir 3. Was soll ich damit tun? Reinschleichen und den Zug reparieren. Und bitte noch ein Schinken-Sandwich. 3, 4, 4. Oh, jetzt hätten wir Gleichstand. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt überhaupt noch wechseln kann. Und gib dein Bestes. Mein Bestes? Wenn ich's vergeige, war's das. Ich glaub an dich, Art. Ich weiß, du besorgst ein Sandwich. Und du stoppst vielleicht auch noch den Zug. Okay. Du kannst das. Du wirst das schaffen. Ah doch, wir könnten ihn noch wechseln. Aber wir haben jetzt wirklich Gleichstand. Ich nehme mal 5. Warum will denn keiner 5? Schau in die Kamera. Ah ja, er macht's. Nicht schlecht, aber okay. Schauen wir uns mal hier an. Na gut, ich bleibe jetzt bei 3. Okay. Gut. Also, wir stoppen den Zug und holen ein Sandwich mit Käse. Nee, Käse hatte er selber dabei. Hey! Ich bin der Schaffner. Oh, was für ein Glück. Der Zug ist außer Kontrolle. Ich habe alles versucht, die Fahrgäste abzulenken. Sogar gesungen. Schnell, da rein! Na, das war ja einfach. Was jetzt, Wichtel? Hast du eine Ahnung, wie man das benutzt? Ja, absolut. Hier muss man erstmal alles zum Dampfen bringen. Ich sagte, sachte! Und dann das da hier hin und den da runter. Nicht den da, den anderen! Doch, doch, ist alles okay so. Den auch noch. Der Zug fährt schneller. Den da auch noch. Den wieder zurück. Sehr gut, Wichtel. Fast geschafft. Okay, wartet mal. Ich glaube, ich muss... Oh Gott, hier kann man auch noch kurbeln. Oh Mann, wer soll ich denn... Oh. Aus dem Weg! Ich mach's selbst. Na schau, wunderbar. Geschafft? Ey! Ey! Alles gut! Ich hab's geschafft! Wenn ich das Zugunglück verhindere, kann ich alles schaffen. Sogar auch meinen Drachen zurückbekommen. Das machst doch gar nicht du, das machen doch Fuchsi und Wurstel hier. Oh, was? Ich dachte, beim letzten Mal konnte ich da noch drauf springen. Damn, ich dachte, ich mache jetzt hier voll die coole Speedrun-Technik und springe hier bam drüber und... Okay, oder ich laufe einfach durch. Das war Plan B. Oh-oh. Dornschnabel. Aus dem Weg, du Spatzenhirn. Das ist mein Traum. Und wir haben keine Angst vor dir. Oh, ich glaube, wir sind gerade gestorben. Ich weiß nicht genau, warum. Ah, ich verstehe. Angst, der kräht immer diesmal wieder und dann wir dich nämlich nicht aus ist hier eine schlimme Sache. Oh oh.
haben wir einen halt. Okay, warten. Keine Angst, Landsquid, wir schaffen das. Sag mal, warum bin ich denn jetzt gestorben? Wo muss ich denn bitte sein, damit ich nicht sterbe, wenn der kräht? What? Ach so, das rotierende Ding hat mich zermatscht. Dann warte ich mal hier oben. Okay. Also, aber das Ding habe ich mir noch geholt. Wird das gespeichert? Ich hoffe es. Bleiben wir mal hier stehen kurz. Konzentriere. Bornschnabel kann uns nicht erschrecken. Na, erschrecken muss man den nicht. Der bringt uns eh um. Eiskalt. Sache sieht bescheuert aus. Oh nein, Zakarok wollte doch beim letzten Mal ein Spiel mit einem Drachen sehen und wir haben kein cooles gefunden. Jetzt hätten wir einen Drachen. Oh oh, Dornschnabel. Hau ihn mit dem Hammer. Oh, jetzt hau ihn doch mal mehr mit dem Hammer. Nicht. Oder wirf deine Frisbees. Mann ey. Oh, come on. Nicht wirklich, oder? Okay. Du entkommst mir nicht, Dornschnabel. Ich werde Hilfe rufen. Jemanden, den ich lange nicht gesehen habe. Sag mal, der ist ja gestern verschollen. Ne? Der wird schon wieder auftauchen. Jetzt geht's mit dem Roboter weiter. Operieren jetzt die irgendwie oder sind das zwei ganz separate Stories? Man weiß es nicht. Na los, Debug. Suchen wir sie. Unsere Geheimwaffe. Was? Wir suchen hier unsere Geheimwaffe, okay. Ah. Nee, mach ich nicht. Ist nur optional. Vergessen wir es. Machen wir hier weiter. Warum fliegt Songbird im Robo-Level rum? Ich weiß es auch nicht. Warum kann ich meine Aufladattacke nicht mehr, wenn ich den falschen Knopf drücke? Habe ich mir fast gedacht. Als Kind erschuf ich den großartigsten Roboter überhaupt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich hoffe, wir dürfen jetzt mit einem Riesenroboter gegen den Krähenkerl boxen oder so. Router. Ist er nicht klasse? Ich weiß noch nicht genau, aber bis jetzt sieht er schon irgendwie cool aus. Wie ein Iron-Molch. Oh, aber ich glaube, jetzt bist du dran, Dorn. Herz ist kaputt. Router, alles okay? Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diesen Teil des Traums. Warum suche ich überhaupt nach so einem blödsinnigen Quatsch wie Drachen? Kein Passwort, kein Eintritt. Seit wann brauche ich ein Passwort? Seit du aus Angst deine Band hast sitzen lassen. Angst? Wer erzählt denn sowas? Ich hatte keine Angst. Lass mich rein. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Kein Passwort, kein Eintritt. Lass mich halt rein. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich glauben, du singst gleich wieder. Oh nein.
Na dann, auf zur nächsten Musical-Nummer. Der Passwort-Song. Ich brauche echt dein Passwort. Du bist nicht auf der Liste, oder? Ohne Passwort. Nur coole Muttersöhne kommen an diesen Ort. Dein Style ist mies, drum sag ich dir nein. Du bist nicht auf der Liste und du kommst nicht rein. Also her mit dem Passwort. Denn du hast kein Passwort. Ich zweifle sehr an deiner Gesinnung. So wie du aussiehst, crash du hier die Stimmung. Du denkst, du singst, doch das hat kein Style. Also schieb schön ab mit deinem Hinterteil. Ich brauche echt dein Passwort. Muss ich die Dinger überhaupt sammeln eigentlich? Macht das irgendwas? Sagst dieser Hand und renn gegen die Wand. Du bist voll auf, ich sag's auch gern laut. Bist ganz allein, rappelst du uns zu klein. Aber wir sind stark, pumpen dreimal am Tag. Wir geben Gas, gehen feiern und tanzen. Lachen dich aus, so im Großen und Ganzen. Du bist allein, bist raus aus dem Spiel. Deine Lyrics sind lame und können nicht viel. Also hör mit dem Passwort. Denn du hast kein Alle im Club haben Spaß ohne Ende. Du stehst im Regen und dein Blick spricht Bände. Meine Lyrics sind griffig, hart und fies. Und du rappst wie ein Baby, so richtig mies. Ich hab's voll drauf, denn ich bin ein Pro. Hab Talent geerbt und Beat sowieso. Na 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 na, bekommst du von mir. Hau ab, 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 jetzt von hier. Na dann. Das war das Schlimmste, das ich je gehört habe. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Ey, kannst du vielleicht mit dem Passwort für den Club rausrücken? Du willst mich drücken? Lass mich in Ruhe, Scheidervogel! Nein, der Club! Ich will wissen, wie ich in den Club komme! Du hast mich im Club spielen sehen? Es muss mindestens 10 Jahre her sein, bevor ich die Band verlassen habe. Diese Loser! Wow, ich dachte, ich wäre mies drauf. Ach, hör nicht auf mich. Ich bin nur grantig, weil ich den ganzen Tag noch nicht zu trinken hatte. Meine Kehle ist ganz ausgedörrt. Das ist unser zukünftiges Ich. Gehen wir ins Kino, komm. Scheiß drauf, schauen wir uns Attack of the 40 irgendwas an. Hab ich ja Jahre nicht gesehen. Ja, tja. Niemand hat mehr Zeit fürs Kino. So langweilig. Vergeudest du immer noch deine Zeit mit der Schauspielerei? Zeit vergeuden? Nichts, was man gern tut, ist Zeitvergeudung. Hey, Lust auf ein Spiel? Du musst raten, welchen Film ich darstelle. Ist gutes Training für mich. Von mir okay, aus. Okay, finde ich gut. In den klingt Club cool. Komme ich wohl eh nicht so das echte Film? Cool. Ich bin gespannt. Wie in alten Zeiten. Okay, ich spiele dir eine Szene vor. Und du musst den Film erraten. Karate Kid. Dracula? Ragdoll Kung Fu. Wahrscheinlich ist es das. Ragdoll Kung Fu? Ja, richtig. Okay, und noch einer. Oh, aber zuerst dein Preis. Ist der? Ich glaube, wir haben die Figur jetzt quasi bekommen. Das ist das Spiel, das wir gerade spielen. Jurassic Romance. Oh, den würde ich gern sehen. Eine Love Story über Dinosaurier. Oder so. Gefangen in einem Labor. Getrennt durch eine Scheibe. Eine Glasscheibe. Debug erwacht. Debug erwacht? Ja, richtig. Na logisch. Das ist mein Lieblingsfilm. Ich habe alle Bücher und Gimmicks dazu. Der Film hat mein Leben verändert. Na, dann ist alles klar. Ich gehe nach Hollywood. Huhu. Hier ist dein Preis. Popcorn und Flaschen. Was soll ich damit? Ich bin satt. Ja, das geben wir dem Obdachlosen. Der wollte doch was zu trinken. Guckt, wie klischeebehaftet ich bin. Ich habe gleich wieder an Alkohol gedacht.
Für dich. Oh, ich kann's eh nicht. Bin ich ein Arschloch. Warum gibst du mir das denn? Was stimmt nicht damit? Nichts. Ich bin einfach nur nett. Closette? Oh, nett. Ich bin nett. Oh, Herrn Frost. So geht's mir auch immer, wenn ich bei McDonald's eine Milchshake hole. Die sind so lecker. Ich muss die so schnell trinken, aber dann explodiert mein Kopf. Oh, das Zeug. Weg die Spinnen weg. Nimm es. Nein, danke. Nimm schon. Ich brauch das nicht mehr. Was soll ich damit anfangen? Ach, durch den Hirnfrost kann ich jetzt wieder hören. Na dann, und wir haben jetzt ein Hörophon. Mal schauen, was wir damit machen. Gehen wir mal zu den Musikern. Tja, vielleicht kann ich mithören, was sie über mich reden. Diese Fieslinge. Ah, keine Ahnung, wieso Sepp nicht hier ist. Zuerst haut Art ab, dann taucht Sepp nicht auf. Unsere Band bricht auseinander. Er kommt noch, Herb. Es ist ein großer Auftritt. Er ist nervös. Wir sind alle nervös. Aber wenn wir zusammen auf der Bühne sind, merkt das niemand. Passt gar nicht zu dir, dich so aufzuregen. Er kommt schon. Herrje, Naomi, das ist es nicht. Ich wusste nicht, dass es Art so schlecht ging. Ich hab wohl über die Musik völlig meinen Freund vergessen. Sie haben gar nicht gelästert. Sie waren um mich besorgt. Hey Leute, mir geht's gut. Ich muss da rein. Sieht aus, als würden sie es wirklich durchziehen. Ohne mich. Na denn. Aber deswegen haben wir jetzt immer noch kein Passwort, oder? Aha! Wow, das ist leider nur eine Bauperle. Wo könnten wir denn noch hin? Ich glaube, sonst ist hier eigentlich nichts mehr. Ja, ich gehe jetzt mal zum Türsteher. Nochmal. Vielleicht haben wir eine Dialogoption, die uns hilft. Name? Art. In der Band gibt's keinen Art. Sagte ich Art? Ich bin der Drummer, Sepp. Ich bin Sepp. Die warten auf mich. Sepp, denn ich bin Sepp. Ja, Sepp. Ach ja? Beweis es. Echte Drummer können auch Beatboxen. Wenn ich dich reinlasse, hörst du dann bitte auch auf zu trommeln. Cool, dass der Türsteher immer Drumsticks dabei hat, damit Leute beweisen können, dass sie Drummer sind. Drummer bin ich auf jeden Fall. Die ganze Zeit dachte ich, es wäre ihnen egal. Dachte, sie bräuchten meine Musik gar nicht. Aber vielleicht lag es gar nicht an meinem Bass. Vielleicht lag's an mir. Mein Drache! Layla? Layla, du bist es! Ich hab die Band gesehen und Stripes getroffen. Erinnerst du dich an Stripes? Und dann... Oh. Klar. Du fehlst mir, Layla. Alle fehlen mir. Der Kater, der Link, liegt ich immer gern etwas für Layla getan. Auf der PlayStation. Etwas Nettes. Oder dahinter. Vielleicht finde ich es ja wieder. Wenn die läuft und hinten die warme Luft rausbläst, das findet der super.
Aber ich frage mich immer, ob das so gut ist für die PlayStation, wenn der da direkt hinterm Lüftungsschlitz schläft. Ich kann mir vorstellen, dass das auf Dauer problematisch sein könnte. Aber er schläft da so niedlich. Oh, das ist ja irgendwie cool hier. Oh, oh, aber das schaffen wir nicht. Aber das ist ja irgendwie echt cool, dass man auf diesen riesigen Raupen da so rum balanciert. Oder so. Aber ich habe schon wieder nicht geschafft. Verdammt. Das ist doch gar nicht so leicht. Okay, jetzt beginnt eine neue Reise. Oh, das ist aber sehr knapp, finde ich. Cool. Aber eine coole Passage, finde ich. Eine coole Idee für so eine Plattformpassage. Ich erinnere mich deutlich. Ich war 8, als ich sie das erste Mal im Park spielen sah mit diesen ekligen Raupen. In dem Moment wusste ich sofort, dass wir beste Freunde werden. Ach, die optionalen Dinge. Ey, lass das jetzt an. Das ist... Oh, muss ich da jetzt drauf? Ja, ich glaube schon. Also der hat sie im Park gesehen, wie sie mit ekligen Raupen spielt und wusste sofort, wir werden mal Freunde. Wer mit ekligen Raupen spielt, ist mein Freund. Na dann, warum nicht? Oh oh. Ich komme nicht auf die Raupe. Vielleicht muss ich gar nicht auf die Raupe. Vielleicht muss ich vorbei, aber da könnte man doch hoch, oder? Ah, ich verstehe. Okay. Eins nach dem anderen. Wir haben zusammen von den Orten geträumt, wo wir mal hin wollten. Von der Kater? Den großartigen Dingen in der Zukunft. Das ist der Link, der jetzt da immer hinter der PlayStation schläft. Ich war ein einsames Kind. Und eine Freundin wie Layla zu finden, bedeutete mir alles. Fast geschafft. Gleich hinter dieser Wand. Yay! Der Artstil ist schon auch echt schön in dem Spiel, oder? Also ich meine, überhaupt Dreams hat so einen eigenen Stil. Das sieht man in vielen Kreationen. Aber auch gerade hier in diesem Spiel ist das schon schön. Da ist sie. LED. Die habe ich Layla gekauft. Ab dem Moment, als sie sie aus der Schachtel nahm, waren Debug und LED unzertrennlich. So wie Layla. Okay, ein Elefantenauto. Beste Freunde. Zusammen können sie alles schaffen. Gute Freunde kann niemand trennen.